Demonstrationen politischer, religiöser oder rassistischer Propaganda sind nicht erlaubt. Das ist einer der Grundsätze der Olympischen Spiele. Und trotzdem wurde das sportliche Großereignis schon so oft für politische Zwecke verwendet oder missbraucht. Und deswegen zeige ich euch heute 5 Beispiele, warum Olympia krass politisch ist. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Mindtrusting Crew. Ich hoffe, es geht euch wie immer natürlich gut soweit. Hier ist das erste Beispiel, warum Olympia krass politisch ist. Nummer 1. Die Olympischen Spiele 1936 in Berlin. Das waren nämlich die ersten Olympischen Spiele in Deutschland. Und Adolf Hitler und die Nazis wollten sich eben diese Spiele zu Nutzen machen, um damit ihr eigenes Image, die eigene Regierung aufzupolieren und das besser darzustellen. Und wie man natürlich weiß, waren die Nazis nicht unbedingt erfreut darüber, andere Nationen gegen sich antreten zu lassen oder auch andere Religionen, wie zum Beispiel die Juden, gegen sich antreten zu lassen. Aber trotzdem war die Bedingung des IOCs, also des Internationalen Olympischen Komitees, dass alle Nationen und dass jeder einen freien Zugang als Athlet und auch sonst zu den Spielen haben kann. Da sagte das Nazi-Regime zwar zu, aber man benachteiligte trotzdem die Juden und manipulierte beispielsweise Ergebnisse von Teilnehmern, von Athleten. Und Erfolge von deutschen Athleten, die wurden natürlich instrumentalisiert für das Nazi-Regime. Und auch ansonsten lief die Propagandamaschine eigentlich ganz gut für die Nazis, denn das ausländische Ansehen von Deutschland stieg auf jeden Fall an. Nummer 2. Die Olympischen Spiele 1948 in London. Das waren die ersten Spiele nach dem Krieg und auch die ersten Spiele nach 1936 in Berlin. Und mehr denn je spielte die Teilnahme eine symbolische Rolle, wenn man so möchte. Denn die Länder, die teilnahmen, die waren politisch eben auch anerkannt. Weswegen Deutschland und Japan aufgrund ihrer Rolle im Krieg auch nicht an den Spielen teilnehmen durften. Und die Sowjetunion, die wurde zwar eingeladen, aber die erschien nicht. Nummer 3. Die Olympischen Spiele 1956 in Australien. Ja, in Australien, da ging es munter weiter. Gleich 3 Proteste waren da am Start. Sprichwörtlich am Start. Der erste Protest, der kam nämlich aus China. Denn die haben abgesagt, weil das IOC, also das Internationale Olympische Komitee, Taiwan anerkannt hat. Also die haben gesagt, Taiwan kann mitmachen. Und da hat China gesagt, nö, da haben wir keinen Bock drauf. Zweitens protestierte Ägypten, der Irak, aber auch der Libanon gegen die Spiele, weil nämlich Israel zuvor die Sinai-Halbinseln, die nämlich zu Ägypten gehören, invadiert hatte. Und auch der dritte Protest hat was mit einer Invasion zu tun, denn Spanien, Schweiz und die Niederlande, die boykottierten die Spiele nämlich, weil die Sowjetunion zuvor Ungarn invadiert hatte. Und übrigens wurde der Konflikt zwischen Ungarn und der Sowjetunion auch sportlich beim Halbfinale im Wasserpolo ausgetragen. Das Problem war nur, dass die Athleten anfingen, sich zu boxen und zu treten, weswegen am Ende die Schiedsrichter entschieden haben, dass Ungarn gewonnen hat. Nummer 4. Die Olympischen Spiele 1968 in Mexiko. Das Jahr der Unruhe, kann man fast sagen. Denn Europa hatte mit Studentenprotesten und Aufständen zu kämpfen. Der Vietnamkrieg war im vollen Gange und Martin Luther King wurde getötet. Und zu all dem kommt hinzu, dass die Menschenrechte auch direkt auf die große olympische sportliche Bühne getragen wurden. Denn 2 schwarze US-amerikanische Sportler haben beim 200-Meter-Lauf Gold und Bronze gewonnen und haben dann eben die Siegerehrung für ihren Protest genutzt, für Menschenrechte und gegen Rassendiskriminierung. Dafür hatten sie unter anderem einen schwarzen Handschuh an und streckten ihren Arm in die Luft, guckten nach unten und das während der Nationalhymne. Das war sozusagen das Erkennungszeichen oder der Move sozusagen der Black Power Bewegung damals. Daraufhin wurden allerdings beide Sportler nach Hause geschickt. Und als nächstes die Olympischen Spiele 1972 in München. Diese Spiele wurden überschattet von Terroranschlägen, während sich Deutschland eigentlich als lockeres und offenes und frohes und gutes Land präsentieren wollte. Denn ein palästinensisches Terrorkommando nahm die israelische Olympiamannschaft als Geisel. Das Ganze endete in einem Blutbad. Und das Ziel dieses Terrorkommandos war, Aufmerksamkeit zu schaffen für die Palästinenser, die noch in den Gebieten leben, welche noch besetzt sind von Israel. Zu guter Letzt die Olympischen Spiele 2016 in Brasilien. Ja, die Spiele 2016, die waren ja unter anderem überschattet von Korruption in Brasilien, aber auch der schlechten wirtschaftlichen Lage, aber auch schwere Vorwürfe gegen die Präsidentin von Brasilien damals. Also da war viel geboten aus dieser Hinsicht. Aber es gab auch noch eine weitere politische Sache, die damals passierte. Denn zum ersten Mal in der Geschichte von Olympia
nahm ein sogenanntes Refugee-Team an den Spielen teil. Insgesamt 10 Athleten waren in diesem Team drin, aus Syrien, aus dem Südsudan, aus der Demokratischen Republik Kongo, aber auch Äthiopien. Mit dieser Art und Weise wollte das IOC Aufmerksamkeit für dieses Thema schaffen und außerdem im Kontext zu dieser aktuell politischen Lage ein Team für die Olympischen Spiele erstellen. So, und jetzt die Frage an euch, liebe Mindtwisting-Crew. Findet ihr es okay, dass solche sportlichen Großereignisse für politische Zwecke auch in gewisser Weise genutzt werden? Oder sagt ihr, nee, das sollte außen vor sein? Denn ich glaube, so ganz vermeiden lässt sich das nie. Lasst mir dazu mal eure Meinung in den Kommentaren da und stimmt hier oben mal ab, was ihr so denkt. Wenn euch dieses etwas andere Video auch gefallen hat, dann gebt es auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Darüber würde ich mich extrem freuen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder. Bis dann auf jeden Fall, euer Marvin und bis dann.